Im Allgemeinen können wir davon ausgehen, dass externe Skalenerträge Handelsgewinne erzeugen, die über den komparativen Vorteil hinausgehen und diesen übertreffen. Die Welt arbeitet effizienter und gewinnt an Wohlstand, wenn sich verschiedene Länder mithilfe des Außenhandels auf verschiedenen Branchen konzentrieren und somit nicht nur die Vorteile des komparativen Vorteils, sondern auch die der externen Skalenerträge nutzen können. Es gibt aber auch Ausnahmen. Wie wir in der letzten Abbildung gesehen haben, besteht infolge des konservierten Vorteils eines Standorts keine Garantie dafür, dass ein Produkt, bei dessen Herstellung externe Skalenerträge anfallen, auch am richtigen Ort produziert wird. Es kann sogar eine Situation entstehen, bei der ein Land infolge des Handels mit Gütern, bei deren Produktion externe Skalenerträge entstehen, am Ende schlechter dasteht als ohne Außenhandel. Und so ein Beispiel wollen wir uns jetzt in dieser Abbildung anschauen. Wir nehmen an, dass Thailand und die Schweiz Uhren herstellen können und dass Thailand sie billiger produzieren könnte, die Schweiz aber zuerst da war. Okay, nochmal. Thailand kann billiger produzieren, das ist hier die niedrigere Durchschnittskostenkurve, aber die Schweiz war zuerst da. Das sehen wir eben daran, dass hier dieser Punkt der ersten Unternehmung in Thailand höher wäre als der Gleichgewichtspunkt, zu dem die Schweiz den Weltmarkt bedienen könnte. Okay? Die Welt ist dabei die Weltnachfrage nach Uhren und weil die Schweiz jetzt zuerst da war, ist das Weltgleichgewicht erstmal hier bei diesem Preis und dieser Menge. Jetzt fügen wir die thailändische Nachfrage hinzu, Thai, das hier. Und jetzt überlegen wir uns erstmal, wenn kein Uhrenhandel zugelassen wäre und Thailand zur Autarkie gezwungen wäre, läge der thailändische Gleichgewichtspunkt ja hier, da wo das thailändische Angebot und die thailändische Nachfrage sich schneiden, in Punkt 2, mit einem Preis von P2. Und aufgrund dieser niedriger liegenden Durchschnittskostenkurve ist der Preis der Uhren aus thailändischer Produktion P2 geringer als der Preis der Uhren Schweizer Produktion P1. Und das war es eigentlich schon, denn wir haben eine Situation dargestellt, in welcher der Preis eines von Thailand importierten Gutes geringer wäre. Also durch Weltmarktöffnung müsste es ja von der Schweiz Uhren importieren. Und der Preis wäre dann aber geringer, wenn kein Handel stattfände und Thailand gezwungen wäre, dieses Gut selbst herzustellen. Okay? Also bei Autarkie hätte Thailand hier tatsächlich einen geringeren Preis der Uhrenproduktion als mit Außenhandel. Und unter diesen Umständen steht das Land infolge von Außenhandel eindeutig schlechter da, als wenn kein Handel stattfände. Und in diesem Fall besteht für Thailand ein Anreiz, seine potenzielle Uhrenindustrie vor ausländischer Konkurrenz zu schützen. Bevor wir jetzt aber daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass Protektionismus also gerechtfertigt ist, müssen wir festhalten, dass der Nachweis solcher Fälle wie hier in dieser Abbildung in der Realität ziemlich schwierig ist. Und in den Kapiteln 10 und 11, ganz viel später, wird herausgearbeitet, dass die Schwierigkeit bei der Ermittlung externer Skaleneffekte in der Praxis eines der Hauptargumente gegen staatlichen Aktivismus in der Handelspolitik bilden.